Hallo Gemeinde, mein Name ist Pfarrer Wahlmeier. Ich freue mich total, dass du heute wieder bei uns in diesem Video mit dabei bist. Hey, wir haben die Woche vor Ostern. Eine Woche, die eigentlich auch eine Woche der Stille ist und die darin endet, dass dann eine große Freude ist, weil wir als Christen uns erinnern, dass Jesus vom Tod auferstanden ist und dass alle an dieser Auferstehung auch teilhaben dürfen. Hier in diesem Leben mit der Freude. Mit dieser Freiheit zu wissen, ein Gott ist an meiner Seite. Und auch dann, wenn dieses Leben hier eines Tages zu Ende geht, zu wissen, Gott bleibt bei mir, auch darüber hinaus. Und so wären wir jetzt eigentlich in diese ganzen Ostergottesdienste gestartet. Und ich hätte mich so gefreut, aber wir haben vor einigen Tagen alle unsere Gottesdienste wieder abgesagt. Die aktuelle Corona-Lage erlaubt es uns nicht. Und so wollen wir dich erneut einladen zu unserer Osterlichtaktion. Mensch, das war letztes Jahr so wundervoll, wie ihr die Lichter gebracht habt. Hier ein Beispiel. Und wie ihr euch viel Mühe gegeben habt, einfach viele dieser Gläser zu bekleben, zu verzieren, Kerze reingestellt und dann bei uns vorbeigebracht habt. Hey, es war eine wunderbare Atmosphäre am Ostersonntagmorgen. Und ich lade dich ein, komm und mach wieder mit. Bring uns dein Licht. Nimm dir etwas mit von der Osterkerze, die wir wieder in der Nacht entzünden. Und jeder soll sein Licht mit an den Ostertisch am Ostersonntag bekommen. Wir werden dieses Jahr das noch ein ganz klein wenig erweitern, wenn du möchtest. Aber bitte, bring uns dein Licht in den nächsten Tagen. Stell es wieder an die Kirchentür. Fangt wieder an zu basteln. Wir haben so wunderbare Geschichten gehört. Dementsprechend lass auch dieses Licht nicht bei dir. Gib es weiter. Ich habe Geschichten gehört von Leuten, die Lichter für ihre Nachbarn gebastelt hatten und ihnen dann wieder hingestellt haben. Ich habe Geschichten gehört von Leuten, die haben Kerzen gebastelt und haben es den Großeltern am Ostermorgen einfach vor die Tür gestellt, ohne Begegnung. Aber es stand dieses Licht. Kommt, wir breiten dieses Osterlicht aus. Diese Freude, dass Gott da ist und dass er mit uns ist, egal ob Gottesdienst oder nicht. Auch das, was wir am Ostersonntag miteinander feiern, ist ein großer, großer Gottesdienst. Letztes Jahr waren es 314 Lichter. Hey, wie wäre es, wenn wir dieses Jahr die 500 knacken? Also bitte, gib dieses Video weiter. Lass uns zusammen Ostern zu einem frohen Fest machen und lass uns die Osternacht so feiern, dass wir diesen Marktplatz miteinander voller Lichter erleuchten. Ich lade dich ein. Sei bei uns, bring uns dein Licht. Ich würde mich riesig freuen. Hier hinter mir am Südportal der Evangelischen Kirche von Acklasterhausen standen letztes Jahr diese Lichter und es war einfach so wundervoll anzuschauen, als so langsam wir aus der Nacht herausgekommen sind und hier alles erleuchtet war. Ein wahnsinniger Anblick. Und jetzt wollen wir eben diese Sache nochmal ganz neu aufziehen. Aber wir legen noch einen drauf. Schaut her. Das hier ist doch ein Kreuz. Und ich habe es damals gebastelt. Ihr erinnert euch noch vielleicht an das Video Upcycling Weihnachtsbaum. Wir verlinken es euch oben auch nochmal, dass ihr es euch nochmal anschauen könnt. Und wir hatten euch gebeten, behaltet euren Weihnachtsbaum und macht noch was Sinnvolles draus, nämlich genau dieses Kreuz. Und was es damit auf sich hat, hatten wir damals auch nur so am Rande erwähnt. Und wir werden jetzt in wenigen Tagen euch genau sagen, warum wir es gemacht haben. Jetzt ist die Zeit gekommen, da braucht ihr dieses Kreuz. Wenn ihr wollt, bastelt doch auch eines. Wenn ihr euren Weihnachtsbaum verständlicherweise nicht mehr habt, dann nehmt was anderes. Aber bastelt ein Kreuz, klein, groß, egal wie. Und dann werden wir auch auf diese Art und Weise Ostern feiern. Also bitte, herzliche Einladung, bringt uns eure Osterlichter. Lasst uns den Marktplatz erleuchten dieses Jahr, als ein Zeichen dafür, dass das Licht in die Welt gekommen ist, Gott. Er ist stärker als alles, er ist stärker als der Tod. Das ist die Botschaft von Ostern. Und wenn du dein Licht schon gebastelt hast, wenn du es irgendwo rauskramst, dann bastel doch noch ein Kreuz mit dazu. In etwa 2 bis 3 Tagen wirst du erfahren, was es damit auf sich hat. Also herzliche Einladung zu unserer Osteraktion an der Evangelischen Kirche von Acklasterhausen. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Seid bis dahin behütet. Ich freue mich auf viele, viele gute Begegnungen am Ostersonntag. Ich freue mich jetzt schon darauf. Alles Gute, euer Pfarrer Wahlmeier.